Hi liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video bei mir am Kanal. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin am Parkplatz des Gollinger Wasserfalls gestartet und zeige euch noch und später. Es ist eine wirkliche Sehenswürdigkeit und die Leute bei mir aus der Region in Salzburg werden sich sicherlich sehr freuen über dieses Video. Heute geht es auf den Bärenstuhl und auf den kleinen Göll auf. Kommt mit, ganz viel Spaß! Ja, der Bärenstuhl ist eigentlich der Start, wenn man den Kuchlerkamm überschreiten will. Der zieht sich vom Bärenstuhl über den kleinen Göll bis zum hohen Göll. Der Dom hat die Tour einmal gemacht, ich habe es noch nicht gemacht. Mal schauen, ob es nächstes Jahr mal so weit ist. Heuer wird es sich definitiv nicht mehr ausgehen. Wahnsinn, Gollinger Wasserfall, Herbstfarben, genial. So, da ist jetzt die Abzweigung zum kleinen Göllaufe und Bärenstuhl. Ich muss sagen, so schön wie der Gollinger Wasserfall auch ist, umso schöner ist es jetzt, wo man die ganzen Touristen hinter sich hat und einsam in der wunderschönen Herbstlandschaft durch den Wald spaziert. Schaut einmal. Geniale Farben, oder? Ja, einfach dem markierten Weg folgen, dann über Forststraßen rüber und schon geht's weiter. Wenn's stimmt, geht's jetzt noch einen richtig steil bergauf. Nach dem letzten Waldstickerl bin ich jetzt noch einmal auf die Forststraße gekommen. Aber es bietet sich wirklich hervorragend an, diese Tour im Herbst zu machen bei diesen genialen Farben. Und wir werden auch ziemlich lange im Wald gehen. Also ihr werdet richtig schöne herbstliche Waldfarben miterleben können. Und jetzt birgt der markierte Weg nach links ab. Boah, es ist einfach herrlich da. Diese Ruhe im Wald und das geniale Herbstlicht, schaut euch das einmal an. Ein genialer Blick, Salzachtal. Da drüben, weiß ich nicht, ob ich drauf trage, das ist der Schwarzerberg. Und da drüben Osterhorngruppe, Brustalm, genial, herrlich. Und schaut euch das einmal an, da vorne der Göll, das Massiv, genial.
den Forststraßen tendenziell immer nach oben folgen und schauen, ob man den Abzweiger erwischt. Kurzes Zwischenfazit nach den ersten 500 Höhenmeter. Es ist die perfekte Tour, wenn man seinen Kopf frei bekommen will. Es ist die perfekte Tour, wenn man Schatten sucht. Es ist wirklich eine super Tour im Herbst. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, man ist in sehr steilem Gelände unterwegs. Die Markierungen sind teilweise schlecht ersichtlich und der Boden ist sehr laubig. Das heißt, wenn es nass ist, ist es eine extrem heikle Tour und auch im Herbst ist es sicherlich nicht ganz einfach, die Markierungen immer zu finden. Das heißt, wenn man die Tour macht, Augen aufhalten. Ansonsten richtig cool, taugt man. Okay, ein bisschen zum Kraxeln ist da auch. So schaut die kurze Stelle von oben aus. Aber ihr seht es, steiler Wald. Endlich einmal ein bisschen Licht, da bis jetzt sind ewig lang im sehr, sehr starken und dichten Wald durchgegangen. Also durchaus Absturzgelände, schaut einmal, wie es da oben geht, direkt neben dem Weg. Da sogar einmal Drahtseil versichert. Ja, und da sieht man, ja, sind auch schon Leute verunglückt. Verständlich. Direkt neben dem Weg. Absturzgelände. Ja, mittlerweile dürfen wir auf die letzten 200 Höhenmeter ungefähr rauf sein. Es wird jetzt definitiv lichter und es ist auch rein nur noch Nadelwald. Schaut einmal. Voll schön, oder? Also mir gefällt es extrem gut. Das ist auch gut zum Wissen. Da gibt es sogar eine Trinkwassermöglichkeit noch. Sehr cool. Ah, und der Weg geht aber so um mich weiter. Märchenwald, Märchenwald. Schaut euch das an, liebe Leute.
wunderschöner Blick ins Salzachtal, ein Traum, einfach die Fernsicht wird genial. Und ich stehe jetzt beim Abzweiger. Ich gehe jetzt zuerst auf den kleinen Göll nach rechts auf. Ziemlich dicht bewachsen da. Ein bisschen zum Kraxeln auch. Teilweise, da ist jetzt gerade wieder so eine Kraxelpassage. Das Gelände wird maximal erster Schwierigkeitsgrad. Aber es ist heute ein bisschen feucht. Das ist echt schwer zum Aufpassen da. Oh geil, Sonnenstrahlen. Herrlich. Jetzt bin ich in der Sonne. Oh, Wahnsinn. Okay, da drüben ist der Bärenstuhl, das ist der andere Berg mit Gipfelkreuz und da ist der kleine Göll. Sehr cool. Ah, gefällt mir. Biwakplatzerl. Cool. Voll schön. Ja. Und da vorne ist der Kuchler komm auf den hohen Göll rauf. Sehr, sehr schön. Wahnsinn. Oh, herrlicher Herbsttag. Aber ich glaube, jetzt mache ich mal eine Pause. Aber wenn es euch bis jetzt gefallen hat, fetter Daumen rauf. Und wenn du das erste Mal zuschaust, nichts mehr verpassen willst in Zukunft, jede Woche einmal Bergsportmotivation bei mir, mindestens einmal am Kanal, dann abonniere meinen Kanal, freue mich drüber. Ah, schön. Jetzt zeige ich euch Panoramaaufnahmen. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. I'm yearning to reach.
Noch ausgedehnter Gipfelrast und ja, genialen Panoramagenuss gehe ich jetzt noch schnell auf den Bärenstuhl um. Das ist der Berg da, falls ich ihn vorher noch nicht hergezeigt habe. Geht jetzt zuerst runter, wo ich hergekommen bin, in diese Scharte. Und dann schnell um. Schauen wir mal. Ja, also auch da sieht man, es ist extrem aufpassen bei Nässe. Ist jetzt überhaupt nicht schwer oder so. Aber ausrutschen der Leute da einfach nicht. Oder 3 Stunden geht es da oben und 30 Minuten um. Was aber sehr grob bemessen ist. Jo, vor mir Bärenstuhl. Also es ist echt nicht weiter um. Von der Weggabelung bietet sich super an, die zwei Touren zu kombinieren. Ein bisschen zugreifen muss man. Ja, da haben wir alles schön durchmarkiert. Anspruchsvolles Gehgelände. Jetzt wieder Wandergelände, auch da geht es da rauf. Man muss immer auf die Markierungen schauen. Kurze, einfache Gaxelpassage vielleicht. 1 minus. Rückblick zum kleinen Gölf und da komme ich jetzt her und da ist noch einmal so eine kurze Passage, wo es zum Aufgraxeln ist. Das ist auch maximal unser Gelände. Schaut von unten viel schlimmer aus, wie es ist. Viele Griffe und Tritte. Der Fels ist gar nicht einmal so abgespeckt. Und da haben wir es dann schon geschafft. Jetzt sind wir wieder im Gehgelände und gehen auf den Gipfel zu. Gewaltig. Kommt mit den letzten paar Meter auf. Schaut euch das an. Ah, herrlich, super, gewaltig, das ist ein Aussichtsberg, ja, Wahnsinn, wow, wow, schaut euch das an, ha, da pfeift so wie ein Salzachtal, ja, genial, ah, das hat einen fetten Daumenaufe verdient, zumindest von mir, und das ist das Gipfelkreuz da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jo Leute, ich halte mich jetzt gar nicht mehr lang auf. Ich werde jetzt an oben, da wo es so schattig ist, da steht mein Auto. Und gehe halt jetzt wieder retour. Ich nehme euch ein paar Sequenzen aus dem Abstieg auch mit auf. Dann habt ihr da ein bisschen was drauf. Schaut euch das noch an und unten gibt es ein Fazit.
Da seht ihr noch einmal die Gefahr. Laubplattel, nasser Fels, Erde. Also die perfekte Zutat zum Ausrutschen und Abstürzen. Und das der letzte einfach nicht, weil unten geht es über den Felsabbruch. Ah ja. So Leute, ich sag's euch, das ist zwar kein. Zumindest sauber sein. So Leute, ich sag's euch, das ist zwar kein richtiges Aussichtsbankerl, weil man die Bäume vor sich hat. Aber wenn man da durch den Wald so runterballert, ist das genau der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen zu rasten. Und das werde ich jetzt machen. Ich mache jetzt auch schnell das Fazit. Die Tour auf dem kleinen Göll und auf dem Bärenstuhl oder Kopf, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, ist echt cool im Herbst, weil man durchaus im Schatten ist, weil man ja, die coole Herbststimmung aufsaugen kann, genießen kann. Allerdings ist wirklich dazu zu beachten, ihr habt es eh gesehen, wie viel Laub und wie viele Nadeln im Wald drinnen liegen, du bist echt viel im Absturzgelände ausrutschen kann, tödlich enden. Auch ist es teilweise ein bisschen felsig und steinig und wenn es da nass ist, ist es wirklich eine gefährliche Angelegenheit. Von daher bedingt für den Herbst tauglich, bedingt dahingehend, dass die Tour definitiv eine schwarze Tour ist und nicht jeder einfach nur nachgehen kann. Wenn ihr die Tour macht, schätzt euch bitte selber richtig ein und passt auch auf, wie es von der Zeit her ausschaut. Die Tage sind kurz, dass ihr rechtzeitig ins Tal runterkommt. Genau. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zum Sagen von mir. Herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gern einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das erste Mal zuschaut, nichts mehr verpassen wollt, gebt meinem Kanal gerne ein Abo, da freue ich mich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch!